Es ist der sechste Bericht, der öffentlich wird über ein brennendes Modell S des Vorzeige-Elektroautomonteurs Tesla in den USA. Der Akkublock steht lichterloh in Flammen. Sollte ein Kurzschluss die Ursache sein, wird auch der Feuerwehrmann und sein Wasser wenig ausrichten können. Zudem besteht Explosionsgefahr. Auch deutsche Autobauer bringen nach und nach rein elektrische Fahrzeuge auf den Markt. Jüngstes Beispiel der i3 von BMW. Um Stromunfälle bei der Produktion des Fahrzeugs zu vermeiden, setzt der bayerische Autobauer auf Roboter. Beim Betrieb des Autos allerdings müssen Fahrer, Passagiere, Passanten und zum Beispiel Ersthelfer geschützt sein vor allen denkbaren Eventualitäten. Wir haben verschiedenste Schutzmaßnahmen getroffen, dass der Kunde und auch die Rettungskräfte im Störfall nicht an spannungsführende Teile kommen. Das heißt, sie bekommen keinen Stromschlag an einem der Elektro- oder Hybridfahrzeuge von außen, auch nicht bei einem Crash. Zum Beispiel wird mit dem Airbag-Sensor das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet. Das heißt, es machen in der Batterie Schütze auf, also Schalter, und die Batterie ist galvanisch getrennt vom Fahrzeug. Ein verunfalltes Elektroauto kann 14 Tage lang eine kleine Bombe sein. Akkuzellen können in dieser Zeit nach einem Crash immer noch explodieren. Außerdem sind die Hochvoltsysteme in E-Mobilen eine neue Herausforderung, mit der Mechaniker oder Mechatroniker umzugehen lernen müssen. Bisher war es relativ einfach. Ein Tank ist bei einem Unfall sofort explodiert oder nie. In der Regel hatte man das im Griff und er ist nicht explodiert. Aber man musste nicht die nächsten Tage oder Wochen darauf achten. Und so eine Zelle, die kann tatsächlich nach 14 Tagen hochgehen. Ganz wichtig für die Schulungen in Werkstätten. Das heißt, wir setzen neben der Früherkennung der Risiken dann anschließend darauf, die Hersteller, die Werkstätten, die Anwender und zum Beispiel eben die Rettungskräfte zu informieren, wo genau liegen die Gefahren. Werkzeuge mit Isolierfunktion, nicht stromleitende Handschuhe. Auf der Messe für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin der A+A in Düsseldorf gibt es vieles, was gegen Stromunfälle schützen kann. Am wichtigsten aber, so Sicherheitsexperten, ist das Bewusstsein für die Gefahr. Es geht darum, auf die Gefahren hinzuweisen oder überhaupt einmal deutlich zu machen, woraus diese Risiken entstehen. Und das machen die Aussteller an ganz vielen Stellen hier. Sie zeigen Lösungen, sie zeigen meistens eine Situation auf, die zu einer Gefahr führen kann. Wir hatten wirklich zahlreiche Beispiele der Aussteller, die wirklich lösungsorientiert auf die Gefahren im beruflichen Alltag, sei es jetzt im Büro oder in der Produktion, deutlich hingewiesen haben. Im Übrigen steckt nicht nur Gefahrenpotenzial im elektrischen System eines E-Mobils. Auch die extreme Leichtbauweise und das Mehrgewicht bei Modellen, die eigentlich für Verbrennungsmotoren entwickelt wurden, spielen eine Rolle. Beim Crash will auch der i3-Fahrer sich auf seine Knautschzone verlassen können.